Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und jetzt aktivieren wir das Drachensiegel, indem wir diesen Stab hier wieder reinstecken und öffnen somit das Portal zu Sovngarde. Okay Leute, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und springen! Und abgeschlossen der Hort des Weltenfressers. Und begonnen Sovngarde. Finde heraus, wie man Alduin besiegt. Und jetzt sind wir tatsächlich in Sovngarde, meine lieben Freunde. Und es existiert tatsächlich. Und wir hören ihn auch schon. Kehrt um, Reisender! In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer seid ihr? Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind. Und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht. Doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen? Dorthin, wo Shors Halle wartet. Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Shors Halle? Was soll das sein? Wisst ihr das nicht? Was führt euch her? Sicher haben die Träume euch den Weg gewiesen. Die Halle der Tapferkeit, in der die Helden darauf warten, Shor in den letzten Kampf zu folgen. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Shors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Shors Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Folgt mir, ich führe euch durch diesen Nebel. Ich will versuchen, mich an eure Zuversicht zu halten. Schnell, bevor der dichte Dunst erneut mich fängt im Netz des Weltenfressers. Okay, er kommt jetzt mit uns. Wo bin ich hin? So. Komm schon, Beeilung. Okay, wir müssen ihn jetzt durch diesen Nebel führen. Alduin! Er hat ihn jetzt getötet. Scheiße. Was zum... Als ich aus dem kalten Tod erwachte, war mein dunkles Schicksal verschwunden. Ich sah Shors Halle, die Sehnsucht meines Herzens. Doch nun wandere ich umher, erschöpft und verloren. Alduin jagt mich, so wie wir früher unsere Beute jagten. Ein bitterer Lohn für viele blutige Taten. Das gibt's nicht. Kotlak Weißmähne, er ist doch tatsächlich nach Sovngarde gekommen, nachdem wir... Kehrt um, bevor er euch findet. Er hat mich schon längst gefunden. Kotlak, beruhige dich. Ah, wenn ihr nur wisst, Staffel 2, wo wir Kotlak von dem Werwolf-Dasein geheilt haben, ihn somit nach Sovngarde schicken konnten. Sein Traum wurde erfüllt. Und er ist nun hier. Da ist wieder Alduin. Wir sollten uns jetzt aber wirklich...
Oh, das ist nicht gut. Der tötet hier alle Seelen gerade. Wir sollten uns beeilen. Bevor er noch mich schnappt. Wer steht hier? Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Ein kaiserlicher Soldat. So, hier sind wir. Shores Hallen. Und jetzt Power. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sogengarde, Ende der Seelen? Geschenk, Chance an geehrte Tote? Wer seid ihr? Ich bin Zun, Schildtarne von Shaw. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen und jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shaws erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen. Sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich in die Halle der Tapferkeit betreten? Lebend oder tot, auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shaws Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Okay, er lässt mich die Brücke passieren. Und das ist eine Brücke, die aus Drachenknochen besteht. Ziemlich geil gemacht, aber ich weiß nicht, was daran so gefährlich sein soll. Und darunter fallen wir bestimmt nicht. Und hier sind wir in Shores Hallen. Das sieht doch sowas wie von geil aus, Leute. Und wir gehen in die Halle der Tapferkeit. Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte. Vorausschauend und grimmig. Und natürlich haben wir hier gerade mit Yskramor höchstpersönlich gesprochen. Einer der allerersten Anführer der Gefährten. Und er hat hier auch seine Axt, Yskramor, die wir damals zusammengebaut haben. Alles in Staffel 2, Leute. Schaut's euch an. So, und jetzt müssen wir hier aber mal mit den
Held von Sovngarde. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von so... Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Jugend Windrufer, dessen Horn wir geholt haben. Der damalige Anführer der Graubärten. Kann ich mit ihm sprechen? Meine Anhänger wandeln noch auf dem schwierigen Pfad. Der Weg der Stimme ist weder breit noch einfach zu beschreiten. Aber wenn ihr euch von der Weisheit entfernt, werdet ihr nicht nach Sovngarde zurückkehren. Jetzt wird Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten. Ist euch nach Speise oder endlosen Gesang, Kämpfen, Trinken, Geselligkeit und Prahlerei? Seid willkommen und wärmt eure seine Seele. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Felgier spricht weise. Der Wildenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Entspannt euch, lasst ihn den Kampf lassen. So, die gehen jetzt schon mal los, Leute. Die wollen schon direkt in den Kampf stürzen, aber ich würde hier mal gerne die Süßkuchen alle mitnehmen. Eigentlich würde ich gerne alles hier mitnehmen, weil... Was? Ich wiege zu viel? Oh, ich kann noch gerade so laufen. Gut gekämpft, mein Freund. Euer Zorn ist unübertroffen. Heilen wir unsere Wunden mit Met und Geselligkeit. Tschau, Alter. Aber die haben alle diese alten Nordschwerter, ne? Also sieht man schon, dass die lange, lange tot sind. So. Wenn das Ende unserer Seelen unser Schicksal ist. Und jetzt, wenn wir Alduin ein letztes Mal gegenübertreten und ihn endgültig vernichten. Am besten, ich rüste schon mal den Schrei Wolkenloser Himmel aus. Den werden wir jetzt nämlich gleich brauchen. Am heutigen Tag ruhen Shors Augen auf euch. Besiegt Alduin und vernichtet seine Seelenfalle. Natürlich werde ich das. Nicht bekämpfen! Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen! Loch! Es hat keine Wirkung, Leute. Nimmt seine Stärke denn kein Ende? Ist unser Kampf vergebens? Bleibt standhaft. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Noch einmal und wir werden seinen festen Griff über Shors Reich brechen und es für immer erlösen. Okay, Leute, und ein drittes Mal. Power! So, und nun werden wir Alduin vernichten, aber ich rüste mal lieber vorher die ätherische Gestalt aus, falls wir kurz vorm Tod sind.
Das endlose Warten weicht den Kampf. Alduins Untergang. Tod oder unser. So, wir müssen ihn zwingen dazu, dass er landet. Das heißt, wir müssen den Drachenfallschrei ausnutzen, den wir haben. So, das heißt, wir werden ihn jetzt zwingen, dass er landet. Dann werden wir ihn ein für alle Mal ausschalten. Wolkenloser Himmel. Nochmal zwingen zu landen, dann werden wir versuchen, den letzten gehen. Los, drauf, drauf, drauf! Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Kommt schon, jetzt gehen wir in den Rest! Ja! Das war eine machtvolle Tat. Endlich wurde Alduins Untergang besiegelt und frei ist Sovngarde von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shors Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Was kann ich nicht? Noch nicht! Verweilt nicht zu lange. Für einen längeren Aufenthalt eines Sterblichen ist das Land der Toten nicht gemacht. Ruhm und Ehre dem Drachenblut! Gepriesen sei er mit höchstem Lob! Kann ich mit euch nochmal reden? Ich werde auf euch warten, wenn ihr am Ende eures Weges zu Shors Halle zurückkehrt. Die Ehre ist unser, wenn ihr euch wieder zu den Gefährten in Sovngarde gesellt. Und da ist auch Kotlak. Der Weltenfresser ist tot. Der Weg ist nun frei. Der Nebel hat sich verzogen. Was für ein glorreicher Tag. Dann seht ihr mal, Leute. Wir haben es geschafft. Unsere uralte Schuld für Alduins Gnadenfrist ist nun bezahlt. Die lange Nacht ist zu Ende. Wo ist denn eigentlich Gomleit? Ach, da oben steht's, oder wie? Ah. Selbst hier in der großen Heldenschar können nur wenige mit einer solch großen Tat aufwarten. Welcher Ruhm! Die Götter selbst müssen uns diese wohlverdiente Ehre neiden.
Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alduin ist ja immer besiegt. Wir haben ihn endgültig vernichtet. Und somit haben wir eigentlich den ersten Abschnitt in Skymatch schon mal erledigt. Fehlen nur noch zwei Abschnitte. Also eins von drei Abschnitten, ne? Aber es gibt ja noch das Dawnguard und das Dragonborn DLC. Aber vorher will ich mal kurz was gucken, weil hier, ob das jetzt... Nee, okay, das ist immer noch verschüttet, okay. Weil ich hätte gedacht, hier kriegt man einen Schrei erst, wenn man Alduin besiegt hat, aber das scheint wohl so weit hin noch kaputt zu sein. Aber wir kriegen jetzt sowieso einen neuen Schrei, wenn wir jetzt wieder mit Sun reden und er uns zurück zu Himmelsrand schickt. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann ist auch schon der Part zu Ende. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Und Wort der Macht gelernt. Held, Ruf der Tapferkeit. Und jetzt schickt er uns gleichzeitig auch noch zurück nach Tamriel. Oh, Leute. Leute. Zurut fur Kanoran. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachrilost und Dulmbormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Achlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Ach-Ogma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Ich habe nur mein Schicksal. Ja, das nehme ich schon da. Die Welt ist ohne Alduin ein besserer Ort. Vielleicht. Auf jeden Fall wird sie fortbestehen. Griglos Lein. Und wie ihr mir einst gesagt habt, muss sich die nächste Welt um sich selbst kümmern. Fulnilos. Selbst ich kann nicht über das Ende der Zeit hinaussehen. Aber ich vergesse mich. Crossis. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die Andova nur allzu leicht tappt.
Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachroth Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeiten nicht mehr gefühlt. Viele meiner Leben sind jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen, der Rechtmäßigkeit meines Tuns. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Leb wohl, Dovahkiin. Ja, und somit haben wir es geschafft. Und da ist übrigens Odawing, der uns nach Sovngarde gerade gebracht hat. Der will jetzt mit uns auch noch ein Wörtchen reden. Husa Wundune Warwut Gay. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auf. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odawing, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Okay, Odawing. Man sieht sich, alter Freund. So. Gut, Leute. Jetzt haben wir Alduin besiegt. Damit haben wir erstmal die Hauptquest endlich abgeschlossen. Jetzt werden wir uns wieder ein paar Nebenquests neigen. Ein paar Nebenquests machen. Oh, jetzt ist der Schneesturm weg. Aber Odawing wird jetzt hier immer sein. Dann können wir immer hier rufen. Ich habe vor, die Nebenquests in der Winterfeste in der Akademie noch zu machen. Die wollte ich noch machen. Die Nebenquests in der Akademie von Winterfeste. Und da würde ich dann einfach mal offscreen noch meine Sachen verkaufen, gucken, was wir machen können. Übrigens, ich habe ja den Dämmerbrecher, der ist ja stärker wie mein Vulkanglasschwert, fällt mir gerade ein. Und den kann ich ja verbessern. Da werde ich im nächsten Part mit dem Dämmerbrecher spielen. Dann haben wir wieder ein neues Schwert und das müsste besser sein wie mein Vulkanglasschwert. Genau. Besser wie mein Vulkanglasschwert. Und dann sehen wir uns in der Akademie von Winterfeste beim nächsten Part von Skyrim. Macht's gut, ciao.